Traditionsreiche Klänge in München künden, richtig, vom Oktoberfest. Die Wiesn 2018 steht vor der Tür. Wenige Tage vor der Eröffnung am Samstag auf der Theresienwiese durften Medienvertreter Fahrgeschäfte, Zelte und Fressbuden in Augenschein nehmen. Mit dabei war auch Josef Schmid, zweiter Bürgermeister der bayerischen Landeshauptstadt. Also meine wichtigste Erwartung ist, dass das Wetter schön bleibt. Ja, das ist das ganz Entscheidende, weil nämlich auch die Frage, ob das Fest insgesamt gut läuft oder das Wasser fällt, genau damit zusammenhängt. Hoffentlich regnet es nicht. Wenn, dann nur mal ganz kurz, wenn das mal sein muss. Aber ich hoffe auf ein schönes Wetter. Dann wird es eine friedliche Wiesn. Ich glaube, es werden heuer mehr Leute kommen. Das Sicherheitskonzept ist eingespielt und die Wiesn bietet ja für alle etwas. Das Dauerthema Sicherheit. Polizeisprecher Markus da Gloria Martins weiß, die Münchner Polizei hat aufgerüstet. Das Oktoberfest hatte von jeher schon ein sehr, sehr hohes Sicherheitsniveau. Und zum anderen sind ganz viele Veränderungen unter der Haube passiert. Ich gebe mal ein Stichwort, dass wir jetzt von 38 auf 47 Kameras hochgerüstet haben, wird keiner sofort bemerken. Das Thema Super Recognizer, also besondere Video- und Personenbeobachter, wird keiner sofort bemerken. Und auch, dass wir im Bereich der Zielfahnder tatsächlich nochmal nachgelegt haben, noch mehr Personal hier auf dem Festgelände haben, das wird auch niemand sofort sehen. Und deshalb muss tatsächlich bei der Aussage bleiben, die Münchner Polizei hat auch im Wechsel vom letzten auf dieses Jahr viel gemacht, um dafür zu sorgen, dass dies ein sicheres Volksfest ist. Sicher, aber nervenaufreibend dürfte eine Runde in den Fahrgeschäften der Wiesn sein. Neu ist in diesem Jahr unter anderem das Chaospendel oder der Predator. Auf 15 Metern Höhe dreht sich die Gondel im Kreis und überschlägt sich, bis die Fahrgäste kopfüber unterwegs sind. Wie in jedem Jahr wird auch heuer der Bierpreis diskutiert. Bei rund 11,40 Euro pro Maß wird sich dieser vermutlich einpendeln, je nach Zelt. Für den Sprecher der Wiesnwirte, Peter Inselkammer, ist das aber nicht der entscheidende Punkt. Das ist oftmals mehr ein mediales Thema. Die Leute, die da sind, die wollen feiern, die wollen eine Gaudi haben. Und letzten Endes ist es den Gästen nicht ganz so wichtig, wie es oftmals behauptet wird, sondern dass da was mehr oder weniger drin ist, das hat meistens nicht mit dem Preis zu tun, sondern ob der noch eine vertragt oder nicht. Das Oktoberfest geht zurück auf die Hochzeit des damaligen Kronprinzen Ludwig von Bayern mit der Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen am 17. Oktober 1817. Damals wurde ihnen zu Ehren ein Pferderennen auf einer Wiese außerhalb der Stadt veranstaltet. Wegen des großen Erfolges fand die Veranstaltung im folgenden Jahr abermals statt und wandelte sich im Laufe der Zeit zu dem 16-tägigen Oktoberfest, wie wir es heute kennen, als größtes Volksfest der Welt mit rund 6 Millionen Besuchern jährlich. Am kommenden Samstag heißt es beim Bieranstich dann: O zapf dies!